Am letzten Spieltag. So. Nee, läuft schon. Ich habe ja vorher einen anderen gemacht. Ich komme ja gerade direkt aus dem anderen Spiel rüber. Ihr könnt einfach anfangen. Einfach starten. Geht nach. Gut. Jo. So. Ja. Weiter geht's mit Deepak gegen Eswar. 3-0 steht's schon für Deepak. Und ja. Ich habe ja gesagt, ich hoffe ja, dass Deepak gewinnt. Darf natürlich meinen Clan nicht hören. Ist für uns natürlich nicht so gut, aber ja, es könnte jetzt tatsächlich passieren, dass wir in Gruppe B drei qualifizierte Mannschaften haben und um Platz 4 streiten sich dann fünf Mannschaften, die punktgleich sind am letzten Spieltag. Völlig genial. Schöne Sache. So will man das haben. Aber ihr müsst jetzt nicht gerade 6-0 gewinnen, Deepak, ne? Also so 4-3 reicht dann auch. Ne? Oder 4-2. Muss auch ein bisschen an meinen eigenen Clan denken. Ja, so, letzte Chance hier. Im Spiel davor hat es ja Slon geschafft, das Spiel zu drehen von 0 zu 2 auf 4 zu 2. Und Slon und Esfor fahren mit Essan, haben an der Stelle ein O. Also ein paar Ähnlichkeiten sind da. Nur der Tabellenstand ist nicht so direkt ähnlich. Also hier ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass das passieren kann. Aber wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben. Hallo, hier, guck, da ist auch ein Türchen dabei. Und ja, jetzt habe ich dem Odins Krieger 200 geschrieben, der fährt die gar nicht mit. Na super. Ich habe den Falschen geschrieben. Naja. So. Endlich mal ein schönes Waldgebiet. Mensch. So, hier ist der Cap. Gori. Faserlenz. Teufelsfinger. Oh mein. Ja, das ist aber auch meine. Ja, das ist aber auch meine eine Kombination hier an Panzern. Okay. Ja. Wäre jetzt nicht unbedingt meine erste Wahl an Panzern für ein T8 CW. So, hier, der Faserland hat schon gut kassiert hier. Ich denke mal, da wird die Arti eben getroffen haben. Ich glaube, der hat nur einen Treffer kassiert. Und 838 würde passen. Ne, 938 sind es ja sogar. Ja, hier hinten Ariette hat auch schon kassiert. Und Deep hat noch gar nichts. Ja. Also man schießt hier von SV-Seite auf die Deepak-Panzer, aber man kommt nicht durch. Hier der Gori auch schon wieder kassiert. Der ist natürlich auch ein schönes Ziel. Mal sehen, ob die Arti da gleich drauf knallt. Jetzt auch hier, der Defender kriegt auch ordentlich. Uiuiui. Die Bäume stören jetzt natürlich ein bisschen, um zu sehen, wie die hier so stehen. So, man hat sich jetzt ein bisschen im Kreis von. Was macht denn der dahinten? Naja, gut. Der erkundet ein bisschen das Gebiet. Ich weiß nicht, auf wen er da wartet. Ach so, der Patriot ist wahrscheinlich noch nicht. Ich dachte, der hat aber auch schon Schaden gekriegt. Ja, da weiß ich nicht. Ich meine, da steht ein
Da steht ein Medium. Warum steht der da noch hinten? Der sichert wirklich ab. Der sichert da wirklich ab. Oh, Deepak hat einen Panzer verloren. Messer ist draußen. Sehr schön. So, SV, weitermachen. Dann wird es hier vielleicht doch nochmal spannend. Ja, aber die anderen haben alle noch nichts kassiert hier. Groß. Und der Guri ist jetzt One-Shot. Ist auf. Die Arti ist noch drin. Faserland ist auch One-Shot. Kann ihn auch nicht schielen. Jetzt kommt der andere Faserland. Fährt aber nicht vor. Ja, wenn ihr jetzt beide zusammen zu dicht fahrt, kann die Arti euch auch komplett zusammen rausnehmen, euch beide. Wenn ihr dann zusammen zu dicht steht. Es wird in der Zwischenzeit zwei weitere Panzer verloren. So, der Medium hinten hat sich jetzt endlich nach vorne bewegt. Das hätte meiner Meinung nach viel früher passieren können, weil der Type 59 war ja da oben schon auf dem Berg. Und man wusste ja, wo der Patriot steht. Wieder gebounced. Jetzt hat er einen Treffer gemacht. Ja, das sieht hier nicht gut aus. Das wird gleich der Sieg für Deepak sein. Dann führen die 4-0. Ganz, ganz wichtig für Deepak. Ja, er ist jetzt gleich weg hier. Brauchen wir gar nicht weiter gucken. Die nehmen so den Mangel. Gucken wir hier nochmal. Hier könnte vielleicht noch was gehen. Gerade beim Patrick da oben. Sehen aber hier unten auch, der Type 59 schon One-Shot, Ariat ist Two-Shot, der T32 kann 3 locker noch wegstecken. Also zumindest von den beiden. Aber ansonsten ist ja nichts mehr da, sind nur noch Ariat und Type 59. Also, der wird 3 Treffer verknusen können. Der ist draußen. Und jetzt müssen wir den noch rausnehmen. Auch draußen, so, und jetzt als ist dann aber auch schon draußen, jetzt sind sie nur zu zweit und ein One-Shot, ein Two-Shot, eventuell sogar One-Shot ist auch schon draußen. Kaum sagt ich, ist er weg, die Art hat ihn rausgenommen und der nächste ist draußen und es steht 4-0 für Deepak. Ja, alles in allem doch eine ziemlich einfache Runde gewesen. Sah jetzt nicht so aus, als wenn man hier, auch wenn man einmal vom Leinpanzer zurücklag, groß in Bedrängnis kam. Gucken wir mal hier durch. Da mal einer mit über 1000 gebounceten Schaden. Ja. 4-0. Das könnte hier sogar ein 6-0 dann geben. Hallihallo. Mahlzeit. Hi, wie steht's bei euch? 3-0. Oh, 3, oh, für schon. Deepak. Für 3-0 für Deepak, okay, alles klar. Dann trage ich das hier gleich mal mit ein, weil ich streame jetzt noch die letzten Runden von euch. Ja. Okay. Gut. Dann habe ich ja noch 3 Runden, die ich zeigen kann. Jo, aber die dürfen die eigentlich. Die Spannung hier schon ein bisschen raus, naja. Gut. Aber es war ja zu erwarten. Wir haben es uns auch spannender vorgestellt, also das ist jetzt gerade irgendwie... Ja. Ja. Gut. Okay. Alles klar. Aber ich habe schon gesagt, ich hoffe, dass ihr gewinnt.
Und ich hoffe, dass Bern dann noch verliert. Dann haben wir fünf Mannschaften in Gruppe B mit vier Siegen und vier Niederlagen. Das wird dann richtig genial. Am letzten Spieltag. So. Nee, läuft schon. Ich hab ja vorher einen anderen gemacht. So, hallo. So, jetzt geht's wieder. Mikro war gerade kurz weg. Jetzt geht's aber wieder. Wunderbar. Ja, 4-0, zwei Runden noch Wadi. Gucken, ob SV zumindest ein oder zwei Punkte holen kann. Sah zumindest jetzt in der letzten Runde nicht so aus, als wenn da viel gehen könnte. Hier wieder. Oh, das ist ein Panzer. Eieieiei. Oh. Puh, also das ist wirklich eine sehr bunte Auswahl an Panzern, die die so mitnehmen. Tja. Also ich würde mal sagen, allein schon aufgrund des Setups, das Spiel wird hier an Debug gehen. Das sind doch schon recht ungewöhnliche Panzer wieder. Aber gut. Für SV ist die Saison ja gelaufen, insofern die wollen wahrscheinlich einfach nur noch mal Spaß haben mit ihren vielleicht auch Lieblingspanzern spielen im Gefecht. Um auch mal zu gucken, wie man mit denen so klarkommt im CW. Mag sicherlich einen oder anderen geben, der sagt, die Panzer, die wird da immer genommen werden sollen, liegen einem vielleicht nicht und mit denen möchte man nicht spielen. Kann vielleicht mit denen auch nicht so gut spielen, keine Ahnung. Ich bin nur manchmal echt verwundert, mit was für Panzern man in diese CWs geht. Ja, sie ist sehr verteilt, SV. D-Pack steht hier schön kompakt. Das Ding ist halt, wenn du so verteilt stehst und willst mal einen Push machen, das funktioniert halt nicht. Ne? Da sind die Panzer einfach zu weit weg und der vorderste Panzer ist dann im Prinzip ja, Kanonenfutter. Und die können dann hier schön zusammen natürlich vorfahren. Jetzt ist der Defender rausgenommen worden. Eventuell durch die Arti. Aber vorhin hat SV auch geführt und dann hat die Pack richtig aufgedreht. So, jetzt ist der Type 15 dann auch draußen. Und jetzt stehen die drei hier schön zusammen, können da jetzt gleich auf den Faserland los. Ja, der Defender-Messer fährt da hoch, würde ich jetzt nicht machen. Du hast da keine weitere Unterstützung. Er hat aber funktioniert. Der Demolisher scheint woanders hingeschaut zu haben. Weil da oben ist er natürlich mit seiner Unterwanne, da kann er natürlich schön von unten reinschießen, der Demolisher, weil er ja viel tiefer steht. Boah, der ist auch schon draußen. Ja, wie vorhin, Runde davor, SV hat kurz geführt und dann kommt Feedback und nimmt da einen Panzer nach dem anderen raus. So, der Demolisher ist jetzt auch gleich weg. Na, da brauchst du gar nicht mehr mit hinfahren, Emil. Da kannst du gleich schon weiterfahren. So, auch weg. Ja, war aber zu erwarten jetzt bei dem Setup. Das ist ja nun alles nicht hier besonders. Bounce-freudiges Material.
Messer hat nochmal einen schön gekriegt hier vom Faserland. Ich wollte gerade sagen, Messer, jetzt solltest du aber nicht rüberfahren. Ja, dann wirst du aber sowieso rausgenommen. So, die Striker jetzt aber darüber und ja, jetzt musste aber schöner Treffer 432, 417. So, und den wirst du jetzt auch wegkriegen hier unten. Locker, ach, schönes Ding. Wir hatten da geschossen. Cäsar 8, die AT. Und weg ist. Und schon vorbei. Und 5-0. Ja, hier der, mein Namensvetter hier, der hat gerade mal zwei Schüsse abgeben können. Der war so schnell draußen. Ja, der Emil, wunderbar. 10, 10, 10. Sehr schön. Ja, die Arti kaum Schaden gemacht, aber zwei Kills. Das geht natürlich auch. Oh, hier zwei Panzer mit null Schaden. Ja, der Demolisher, Type 59. Ja. Jagdpanther einen Schuss abgegeben. Die hat's gut gemacht. Drei fette Treffer. Im Schnitt 807. Nicht verkehrt. Nicht verkehrt. Ja, 5-0. Puh. Naja. Ja. Hätten wir jetzt auch nicht viel verpasst, wenn wir hier nicht rübergegangen wären. Leider Gottes. Das ist ja doch eine sehr überschaubare Angelegenheit hier. Hab auch nur noch einen Zuschauer. Will keiner mehr gucken. Ja, da ist natürlich auch... ja. Das ist das, was ja, also schon eigentlich schon bei dem Setup. Da kann man auch nicht mehr groß hoffen, dass das irgendwie ein interessantes Gefecht werden könnte. Ja, ein bisschen schade. Aber gut. Ich würde mir das dann künftig, glaube ich, gut überlegen, ob ich sowas dann nochmal mache. Nochmal ein zweites Spiel im Anschluss. Wenn die Mannschaften schon draußen sind. Ist dann doch ein bisschen schade um die Zeit. Also zum einen guckt da noch einer zu. Das Interesse ist auch relativ gering dann dran. Und ja, auch der Mehrwert für alle anderen ist natürlich gering, wenn sie sich das Spiel nochmal im Nachhinein angucken, zu gucken, wie sind wir da gefahren, wie ist der Gegner gefahren und. Das, ja. Hat in so einem Spiel dann natürlich wenig Wert, wenn der Gegner dann. Bitte lasst ihn mitfahren. Bitte, bitte lasst ihn mitfahren. Die haben sowieso keine Chance. Oh, Daumen drücken. Jawohl, danke euch. Beach Party, jawohl. Ach Gott. Okay. Naja. Das kann ich, bin glaube ich mein bin ich wahrscheinlich sogar mein eigener Zuschauer, aber ich mach mal gerade, ich spiele mal gerade ab das Video. Ja, ich glaube, ich bin das sogar selber. Einer schaut gerade zu. Das bin ich bestimmt selber. Naja. Juti. Sei es drum. Kommentiere ich mich selber. Ich weiß nicht, ob der Fehler noch drin ist. Es wird mir nur einer angezeigt. So, ja. Ding. Nein, es wären zwei. Nee, dann ist der Fehler wahrscheinlich doch noch dabei. Gegrüßt sei mein einziger Zuschauer. Bei diesem Spiel hier, das wirklich 0,0 Spannung hat. Also nicht nur vom Ergebnis her, sondern auch wirklich hier vom Spielablauf her. So, jetzt kommt der AT-432, Hand aufs Maul, komm, fahr mal rüber, lass dich mal rausnehmen und dann gucken wir mal, ob es dann vielleicht noch was geht. Nee, machst du nicht, schade.
Aber hier, Deepak fährt hier richtig schön aggressiv vor. Sehr schön. Er fährt nochmal hoch. Oh, schön fett kassiert. Jawohl. Jetzt haut er ab. Jetzt kommen auch schon die anderen. Ja, die ist schon draußen. Herrlich. Gerade rausgeflogen. So, die Bedshed wird jetzt versuchen, wahrscheinlich die andere Arti rauszunehmen. Hand aus Maul versucht er zu helfen. Der Defender dreht auch um. Bleibt trotzdem mal hier. So, jetzt ist der Light da. Bei der Arti. Mal sehen, ob er es schafft. Noch ist die Arti nicht draußen. Hat immer noch nicht mal Treffer kassiert. Ich weiß nicht, wie das jetzt funktioniert. Ich sag dazu jetzt nichts, ne? Die Arti hat noch 100% HP und der Light ist draußen. Ja, Leute, tut mir leid, ich weiß nicht, was ich hier noch erzählen soll. Das ist doch eine ziemlich eintönige Geschichte. Auch draußen. Und jetzt werden die hier in Zange genommen und sind dann auch gleich draußen, weil jetzt kriegen sie gleich von hinten hier Schaden. Von der Seite nochmal von vorne, zack, draußen. Und dann haben wir zack, zack, zack. Und der ist auch draußen. Und dann haben wir oben noch den Jäger stehen. Ja, jetzt ist die Hand aufs Maul doch noch rausgeflogen. Jetzt kommt der Emil, der wird ihn bestimmt raus. Ach nee, das ist ein Reload, der kann ihn nicht rausnehmen. So. Fahr doch einfach hin, lass dich rausnehmen. Was willst du mit deinem 4 HP noch machen? Bei uns tut bei dir da sowieso nichts. Jetzt sind sie von drei Seiten. Sehr schön. Jetzt wird das auch gut reinkriegen hier. So, jetzt fährt er da runter. Auch verschossen. Und weg ist er. 6 zu 0. Das können wir nicht Deutliche packen. Geschichte. Ja. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Morgen streame ich wieder. Bis dahin, ciao, ciao.